ein komisches Gefühl, jetzt wieder hier zu sein, mit euch allen vereint. Zum ersten Mal, seit wir die arme Moon verloren haben. Ja, wir sind wieder vereint. Aber was geschehen ist, hat uns verändert. Tatsächlich sind alle hier, die nach dem Bankett in Uldar verschollen waren. Gewissermaßen auch Minfilia. Ja, fast wäre das Licht der Morgenröte erloschen. Aber jetzt ist es über den eisigen Norden wieder hierher zurückgekehrt. In der Tat. Aber der Bund der Morgenröte wird nicht derselbe sein. Wisst ihr, all die Erlebnisse und Begegnungen in Ishgard haben mir gezeigt, dass es am wichtigsten ist, seinem Herzen zu folgen. Ich hoffe sehr, dass der Bund der Morgenröte weiter besteht. Aber ohne unumstößliche Richtlinien vorzugeben. Wenn wir weiter die Rettung Eorzeas anstreben, dann ein jeder von uns aus freiem Willen und jeder auf seine Weise. Also eher eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten als eine Organisation. Ja, das finde ich gut. Mein Ziel ist es, die Wahrheit über diese Welt zu erfahren. Ich werde weiterhin über die antiken Primae forschen, bis wir alle Zusammenhänge verstehen. Kriele, würdest du mich dabei weiterhin begleiten? Nun ja, ich bin ja aus Shalian gekommen, um zu helfen, auch wenn ich ursprünglich nur Minfilia wiederfinden wollte. Aber nach all unseren gemeinsamen Prüfungen möchte ich die große Aufgabe, die ihr euch gesetzt habt, bis zum Ende mit euch durchstehen. Deswegen bitte ich euch, nehmt mich in den Bund der Morgenröte auf. Aber natürlich, nichts lieber als das. Sei uns willkommen. Orianger, können wir dir auch weiterhin die Beobachtung der Ashians überlassen? Mir wollt ihr vertrauen? Obwohl ich euch in die Irre führte und euch diejenige für immer nahm, die euch so teuer war? Kein Wort mehr, Orianger. Es war auch Minfilias eigener Wille. Rede ihren Entschluss nicht klein. Wir müssen die Welt beschützen, die sie uns anvertraut hat, und erfahren, woran dieser Planet leidet. Beschützen liegt mir ja, aber forschen? Das ist dein Gebiet. Na? Nun gut. Ich fühle selbst, dass dies die mir zugedachte Aufgabe ist. Auch für Moon Breeda, die im Kampf gegen die Dunkelheit ihr Leben gab. Tja, dann werden wir weiter beobachten, was an der Befreiungsarmee passiert. Schließlich haben die Eisenmasken den Amaljar Kristalle gegeben. Und außerdem ist der neue Statthalter von Alamigo ganz klar ein Tyrann. Auf den sollten wir sowieso lieber ein wachsames Auge haben. Alize, was ist mit dir? Du weißt doch, Organisation und Vereine liegen mir nicht so. Aber wie ihr den neuen Bund dargestellt habt, finde ich gut. Und du bist ja auch dabei. Und dass mich bitte keiner mehr Fräulein Alize nennt, ja? Ich bin ja nicht als Enkelin des großen Louis Soir hier, sondern aus meinem eigenen Entschluss. Ich hoffe auch, dass ihr kein falsches Bild von mir habt. Mit grandios klingenden Titeln habe ich abgeschlossen. Dürfte ich fragen, hochwohlgeborener Herr Alfino, ob ihr mir auch weiterhin gestattet, als Rezeptionistin des Bundes meine unschottähnigsten Dienste zu verrichten? Ach, Tataru, jetzt hör doch auf damit. Was sind nun deine Ziele? Und damit meine ich, was du persönlich anstrebst.
Nun, dann lass uns sehen, was die Zukunft bringt. Auch wenn viele Hindernisse vor uns liegen, werden wir gemeinsam dafür sorgen, dass der Bund der Morgenröte künftig Eorzea wirklich in helles Morgenlicht taucht. Die Helden einer Welt sind die Plage einer anderen. Und der Verlust für eine Welt ist einer anderen Gewinn. Gewiss ist nur, dass sie alle in den Herzen anderer weiterleben. Ich habe eine Bitte. Würdet ihr mir Louisois Stab anvertrauen? Keine Sorge, ich stelle nichts Böses damit an. Das könnte ich meinem ehrenwerten Lehrmeister ja nicht antun. Ich möchte nur für das Kommende gewappnet sein. Danke. Ein Ende ist ein Anfang. Und so muss erst etwas beendet werden, bevor etwas Neues beginnen kann.
Da sind wir. Haben wir euch lange warten lassen? Überhaupt nicht. Wer hätte schon gedacht, dass der Bund der Morgenröte sich je wieder hier versammeln würde? Also, warum hast du uns hierher gerufen? Bestimmt nicht nur, um das Wiedersehen zu feiern. Da hast du recht. Die Krieger der Dunkelheit sind zwar fort, aber damit sind Eorzeas Probleme noch lange nicht gelöst. Der Bund hat alle Hände voll zu tun. Umso wichtiger ist es, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie es nun weitergeht. Die dringendste Frage ist natürlich, wer soll Minfilias Platz einnehmen? Bruder, wer von nun an den Bund der Morgenröte anführen sollte, ist wohl keine Frage. Auch wenn sich jeder von uns mit Herz und Seele dem Wohl Eorzeas verschrieben hat, gibt es nur einen, der immer wieder die Initiative ergriffen und Führungskraft bewiesen hat. Dich, mein Bruder. Einen Augenblick mal. Hast du vergessen, wie ich als Anführer der Kristallstreiter versagt habe? Mit meiner Truppe habe ich den Feinden Eorzeas bestens in die Hände gespielt. Vielen Dank, aber ich glaube, ich diene dem Bund besser als einfaches Mitglied. Brauchen wir denn überhaupt einen Anführer? Anstatt einem von uns gegen seinen Willen diese Bürde aufzuerlegen, sollten wir vielleicht besser auf einen Anführer verzichten. Tja, eigentlich hast du bisher am meisten Schweiß und Blut für unsere Sache gelassen. Aber es wäre unverschämt, dir noch mehr Verantwortung aufzuhalsen. Als Anführerin hätte sie kaum noch Zeit für eigene Missionen. Nein, ich denke auch, dass wir für eine Weile ohne Anführer auskommen. Hua, wer bist denn du? Und was ist nur mit dir passiert? Tataru, was ist dir los? Sie ist auf einmal hier hereingepoltert und seht doch, sie ist schwer verletzt. Nago? Was um alles in den 12 Himmeln ist mit dir geschehen? Yestola, hilf ihr! Sie gehört zu mir!
Krele, schnell, deinen besten Heilzauber. Sie wird überleben. Die Blutungen sind gestoppt. Aber sie wurde wirklich übel zugerichtet. Ich wundere mich, dass sie es überhaupt bis hierher geschafft hat. Danke. Ihr habt mich gerettet. Ich habe eine wichtige Nachricht, die nicht warten kann. Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Deshalb musste ich eine gut bewachte Straße nehmen. Die galäischen Späher hätten mich fast erledigt. Jetzt bist du hier, in Sicherheit. Sag, welche Nachricht ist es wert, dass du dein Leben riskierst? Ich heiße Imnago. Ich habe eine Nachricht an den Bund der Morgenröte. Von der Befreiungsarmee von Alamigo, der ich angehöre. Wir haben von den neuesten Plänen des Greifen und seinen Eisenmasken erfahren. Diesmal wird es ernst. Der Greif und seine Eisenmasken machen angeblich ganz schön Krawall in letzter Zeit. Sie werden nicht müde, die Migiten an ihren Hass auf das galäische Kaiserreich zu erinnern. Sie planen, den Belsa-Wall von migischer Seite aus anzugreifen und zu besetzen. Da haben Sie keine Chance. Der Wall ist eine gigantische Festungsanlage, die Gaius van Belsa entlang der Grenze zwischen Credania und Alamigo errichten ließ. Das Bollwerk gilt als uneinnehmbar. Was wollen Sie damit bloß bezwecken? Sie wollen den Krieg in die Nachbarstaaten tragen, die Eoseische Allianz in den Konflikt ziehen. Das würde Ihrer Sache natürlich nutzen. Aber zu welchem Preis? Wenn der Funke des Krieges einmal überspringt, besteht Gefahr, dass ganz Eorzea mit einem Flächenbrand überzogen wird. Auch wenn Sie den Wall einnehmen, können Sie ihn nicht lange halten. Sobald die galäischen Reservearmeen anrollen, ist Schluss mit dem Aufstand. Was auch immer die Eisenmasken bezwecken, wir dürfen nicht tatenlos dabei zusehen. Wir müssen die anderen Staaten über die Situation informieren. Du hast recht. Ich werde nach Limsa Luminsa gehen und Admiral Melvib in Kenntnis setzen. Tangred, du informierst Rauban. Alfino und Alize, ihr geht nach Credania. Die Stadt liegt im Wall am nächsten. Dort sollten sich Vertreter aller Mitglieder der Allianz versammeln und das gemeinsame Vorgehen planen. Kümmere du dich um Ishgard. Überbringe Emmerich die Nachrichten und überzeuge ihn davon, persönlich an der Besprechung in Credania teilzunehmen. Tataru und Krele, würdet ihr euch bitte um Nago kümmern? Es wird noch eine Weile dauern, bis sie wieder vollkommen genesen ist. Dann wäre alles klar. Mit den düsteren Nachrichten, die uns an diesem schicksalhaften Tag aus Gyrabania erreichten, sollte das Ende seinen Anfang nehmen. Jeder Kampf fordert ein Opfer. Jeder Sieg hat seinen Preis. Diese Worte gab uns einst Louisois mit auf den Weg. Er, der uns lehrte, niemals die Kosten eines Sieges zu scheuen, beherzigte diese Weisheit bis zum letzten Augenblick. Ich habe meinen Entschluss bereits vor langer Zeit gefasst. Und ich bin nun bereit, meinen Preis zu zahlen. Finde du deinen eigenen Weg. Thank you.
Lasst uns direkt beginnen. Der Bund der Morgenröte verfügt über Informationen, dass der Friede in Giarbania bedroht ist. So ist es. Eine Kämpferin der Migischen Befreiungsarmee hat uns unter Einsatz ihres Lebens über die alarmierenden Vorgänge informiert. Wir halten ihren Bericht für glaubwürdig. Die Eisenmasken sollen demnach den Belsawall einnehmen? Ich bezweifle, dass sie ihn lange halten könnten, selbst wenn ihnen das Unterfangen gelingen sollte. Die Verstärkung aus dem Kaiserreich wird nicht lange auf sich warten lassen. Die Frage ist, machen die Truppen am Wall Halt? Oder erliegen sie der Versuchung, ihr Einflussgebiet tiefer in den Finsterwald auszuweiten? Bei dem Kampf auf der Kartenoer Heide vor 5 Jahren hatten die vereinten Kräfte der 3 Stadtstaaten schon mit den versprengten Resten der 7. Legion ihre liebe Not. Das Klageregiment steht unter dem Schutz der Gebieter und seine Soldaten sind mutig. Aber ich fürchte, dass Gridania alleine einem galeischen Ansturm nicht standhalten könnte. Liebe Freunde, ich bin mir über Ishgards unrühmliche Abwesenheit bei der Schlacht von Karteno bitterlich bewusst. Ishgard drehte dem Rest Eorzeas den Rücken zu. Doch lasst mich hier und jetzt versprechen, dass Ishgard, wenn Gridania es denn so wünscht, unverzüglich alle entbehrlichen Kräfte in den Finsterwald verlegen wird, um mit Schwert und Schild an der Seite seiner Verbündeten zu kämpfen. Die Galea sind die Todfeinde, Domas. Wir sind nur wenige, doch wir verstehen es zu kämpfen. Ich werde euch unsere fähigsten Leute zur Seite stellen. Vielen Dank, Freunde. Gridania nimmt eure Hilfe in Verbundenheit an. Die Allianz wird sofort Maßnahmen zur Verteidigung Gridanias einleiten. Alle einverstanden? Also los. Es gibt viel zu tun und es bleibt uns nicht viel Zeit. Den galeischen Hunden läuft bestimmt schon der Geifer im Maul zusammen. Wir können Alamigo nicht sofort aus der Hand der Galea befreien, aber wir haben einen wichtigen Entschluss zu seiner Rettung gefasst. Warum bist du so besorgt, Alfino? In der Tat. Unser Entschluss war in Betracht der Umstände richtig und unumgänglich. Aber eins macht mir Sorge, Alize. Alles verläuft genau so, wie der Greif es sich wünscht. Ich befürchte, uns stehen noch unangenehme Überraschungen bevor. Thank you.
Thank you.
Mm-hmm.